Ja, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Und zu einem der letzten Talks heute. Am Ende haben wir noch Zeit für Fragen eventuell, also eventuell auftretende Fragen. Und ich mache noch eine kleine Ansage, also nicht gleich fluchtartig den Raum verlassen, bitte. Und damit gebe ich gleich mal ab an Jörg Reichert. Dankeschön, genau. Ich möchte euch ein bisschen was über Leipzig-Gießt erzählen. Und ich konnte nicht widerstehen, den Titel Gießer mit Maus und Bäumen zu wählen, um eine kleine Verballhornung des Konferenznamens noch mit unterzubringen. Und das Ganze soll mehr so ein Erfahrungsbericht sein aus den letzten 2 Jahren, wo wir diese App letztendlich entwickelt, beziehungsweise das Drumherum eigentlich da entwickelt haben. Genau, am Anfang stand die App, aber nicht unsere App, sondern die App von Berlin. Gießt den Kiez, kennen vielleicht einige von euch. Ich möchte trotzdem mal erklären, was die App letztendlich macht. Das ist letztendlich eine Karte von Berlin. Du siehst die Straßenbäume, also die Bäume, die wirklich der Stadt Berlin gehören, auf einer Karte eingezeichnet mit bestimmter Farbmarkierung. Und die Farbmarkierung zeigt einfach an, wie wenig Niederschlag die Bäume oder wie viel Niederschlag die Bäume in den letzten 30 Tagen abbekommen haben, um danach zu entscheiden, hey, die Bäume haben zu wenig Niederschlag abbekommen, vielleicht muss ich sie noch zusätzlich gießen. Und dazu kann ich mich in dieser App halt anmelden und kann dann einen Baum auswählen, den ich gerne gießen möchte, und dann habe ich hoffentlich dann wirklich gegossen und kann das dann entsprechend hinterlegen. Und das können andere Leute dann sehen und sehen, ah, da hat jemand schon gegossen, dann konzentriere ich mich vielleicht auf einen anderen Baum. Genau, um das Ganze zu unterstützen, gibt es auch eine Suchfunktion, dass ich dann halt auch nach den entsprechenden Bäumen suchen kann, oder ich kann einfach meine Geolokation teilen und dann werde ich direkt auf meine Umgebung gezoomt und kann dann dort gucken, wo die nächsten Bäume stehen. Genau, und das Ganze wird dann noch angezeigt in Diagrammen, und wo ich dann so sehe, wie die Niederschlagsverteilung in den letzten 30 Tagen gewesen ist, und da werden auch die jeweiligen Gießungen in den letzten 30 Tagen mit aufgerechnet, sodass ich sehe, okay, hat der Baum seine 100 Liter, die er halt in der Woche braucht, bekommen. Genau. Und weil die App so cool ist, die kam ja 2020 raus, haben das Leute auch in Leipzig gesehen, und wir haben dann entsprechend von Code for Leipzig in unserem Slack eine Anfrage bekommen, dass wir diese App doch auch gerne für Leipzig mit aufsetzen können. Und das haben wir tatsächlich getan, weil wir auch gesehen haben, das Baumkataster ist öffentlich als Open Data. Dann haben wir alle Möglichkeiten, die wir brauchen, verfügbar und haben die App entsprechend dann aufgesetzt. Und da ich noch ein paar Fragen hatte, habe ich diese Fragen dann entsprechend bei der Technologie-Stiftung letztendlich im GitHub eingekippt, und dadurch kam es noch einer zusätzlichen Vernetzung. Weil letztendlich gab es in Leipzig schon eine Gießinitiative. Und zwar die von der Stiftung Eckenwecken, die ein Lösungsteam hatten, das sich Baumfreundschaft nannte. Und auch im Juli angefangen hatte, irgendwie die Bäume im Leipziger Westen zu gießen. Und sie haben sich damit beholfen, dass sie die Standortnummern der Bäume nachgeschaut haben in der Darstellung von der Stadt und letztendlich in einem Excel-Sheet oder einem Google Docs letztendlich geteilt haben, wer welche Bäume gießen soll und wie viel sie gegossen haben. Das war natürlich ziemlich umständlich. Deswegen haben sie gesagt, hey, könnt ihr die App nicht für uns mitentwickeln? Und am 2. August, also quasi 2 Monate später, war es dann tatsächlich soweit. Wir hatten eine erste Version dieser Leipzig-Gießt-App, die damals noch nicht so hieß, und hatten damit schon mal etwas in der Hand, womit wir auch mit der Stadt kommunizieren konnten. Denn jemand von den im Stadtrat hatte sogar eine Vorlage formuliert, einen Auftrag an den Oberbürgermeister, dass diese App letztendlich von der Stadt selber entwickelt werden sollte. Und wir waren da aber ein Stückchen schneller gewesen, haben da quasi der Stadt so ein bisschen was abgenommen. Genau. Zu den Vorgaben letztendlich, wie schon gesagt, das Straßenbaumkataster lag Open Data, allerdings mit einem gewissen Alter schon. Das war irgendwie eben April 2020 der Datenstand, also nicht so aktuell, wie wir es vielleicht gerne hätten. Deswegen hatten wir dann nochmal den Talk zum Geoamt gesucht, und das Geoamt hat uns angeboten, die Daten wöchentlich aktualisiert uns bereitzustellen. Das ist jetzt in dem Sinne nicht wirklich richtig Open Data, aber wir haben zumindest einen Zugang bekommen über das L-Drive, das ist jetzt irgendwie so ein Nextcloud gehostet vom IT-Dienstleister der Stadt Leipzig, und dadurch konnten wir dann die Daten jede Woche abrufen, die aktuellen Baumdaten. Und diese Baumdaten haben wir dann über QGIS entsprechend in eine Datenbank eingespielt und haben das dann halt auch kombiniert, wie halt in der Ursprungs-App, mit den Wetterdaten, die vom Deutschen Wetterdienst kamen. Der Deutsche Wetterdienst
gibt jetzt in der Granularität, wie auch angezeigt, wirklich dann für diese Quadranten jeweils die gefallenen Niederschläge. Theoretisch stündlich. Wir haben es jetzt aber so, wie auch die Berliner auch gemacht, dass wir das dann einmal täglich gemacht haben. Das immer am nächsten Tag wird dann halt dann berechnet, okay, wie viel Liter Wasser haben die Bäume abbekommen durch den Niederschlag. Genau. Wichtig war halt auch wirklich die Vernetzung. Wir haben dann den Kontakt zum Amt für Stadt, Grün und Gewässer gesucht und auch gefunden und auch zu anderen Umweltverbänden, wie zum Beispiel in die BUND oder in NABU oder auch Klimainitiativen von politischen Parteien. Und aus dieser Vernetzung, die hier einmal stattgefunden hatte, ist dann auch ein eigenes Lösungsteam entstanden, beziehungsweise das bestehende Lösungsteam wurde quasi durch diese neue Mitglieder aufgewertet und erweitert, und wir haben dann so ein bisschen gebrainstormt, wie wir das dann ein bisschen aufbohren und aufwerten können, diese App. Zum Beispiel mit einem neuen Namen, Leipzig gießt. Weil Leipzig liest gab es ja schon, das war ja schon so ein bisschen eingängig, und da hat sich das irgendwie so angeboten, dann auch in Leipzig gießt zu machen. Das war so ein catchy Name. Genau. Und Hintergrund soll eine Entscheidungszeit wirklich in Erinnerung zu bleiben, wirklich dann auch eine gewisse Öffentlichkeit zu erzeugen, wirklich dann auch zu informieren. Wir haben dann entsprechende Flyer produziert, die halt informieren, was unsere App macht, wie die Leute teilnehmen können, und wir hatten auch entsprechende Merchandise letztendlich produziert, wie solche Sticker oder halt auch solche Beutel. Genau, oder auch Plakate, die natürlich nicht so cool waren wie die von Berlin, die waren natürlich noch einen schöneren Titel noch mit Säuft jeden Tag vom Späti. Aber das Ganze kostet natürlich Geld, und da haben wir geguckt, okay, wie kriegen wir das finanziert, sind halt zum ASG gegangen, also zum Amt für Stadt, Grün und Gewässer, und haben da geguckt, welche Möglichkeiten wir da haben, und haben dann für 2021 und später dann auch für 2022 dann über eine Ehrenamtspauschale 10.000 Euro pro Jahr bekommen, über die wir letztendlich dann die Öffentlichkeitsarbeit finanzieren konnten, als auch die IT. Das Ganze lief über zwei Werkverträge für die Personalstellen und halt ein gewisses Budget für die Sachleistungen wie Merchandise, Flyer, Baumsäcke, die wir dann auch an Gießer vergeben haben. Genau, aber damit ist es ja nicht getan. Wir müssen trotzdem irgendwie Präsenz zeigen. Wir müssen die Leute ja irgendwie uns bekannt machen und die Leute mitreisen und sie motivieren, auch mitzugießen. Und da haben wir entsprechende Veranstaltungen gemacht, teilweise haben wir uns an bestimmte bestehende Veranstaltungen mit drangehängt, wie zum Beispiel die Ökofete hier rechts, und haben entsprechend dann auch gewisse Aktionen gemacht, zum Beispiel mit dem Quizrad, wo dann vor allem die Kinder da drauf angesprochen sind und dann da dran gedreht haben und dann Fragen zu Leipzig gießt oder generell zu, wie viele Bäume gibt es in Leipzig oder wie gießt man richtig und mit was gießt man, da entsprechend dann das beantwortet haben und dann Sachen gewinnen konnten, halt unseren Merchandise. Und wir haben uns natürlich dann auch mit anderen Initiativen zusammengeschlossen und dann da gemeinsame Gieß-Events veranstaltet, wo wir dann wirklich dann auch so eine gewisse Logistik noch benutzt hatten, um dann mit Lastenrädern wirklich dann die Tonnen zu transportieren. Einer hat dann an der Handschwengelpumpe gepumpt und die Tonnen voll gemacht, und der andere hat das dann transportiert zu den Bäumen, wo sie gegossen werden mussten. Und die Vernetzung war auch uns ganz wichtig, auch der Erfahrungsaustausch, weil in anderen Städten gab es auch schon entsprechende Gießinitiativen, wie zum Beispiel Dresden gießt. Die haben einen ganz anderen Ansatz gehabt, die wollten gar nicht mehr so groß in die Fläche gehen, sondern die haben sich wirklich auf einen Platz konzentriert in Dresden, nämlich den Stresemannplatz, und haben wirklich dort dann systematisch die Bäume alle durch jeden Mittwoch gegossen. Wirklich so, dass sie auch wirklich diese 100 Liter bekommen, hatten da entsprechend ihre Materialien mit Schubkarren und Gießsäcken, die sie dann dort vergossen haben. Besonderheit in Dresden ist auch noch, dass die Bäume dort auch so ein Rohr haben, wo man wirklich dann das Wasser reingießen kann. Also hat das Problem nicht, dass das Wasser irgendwie wegfließt, sondern man kann es wirklich dann in das Rohr gießen, und unten wird das dann wirklich bei der Wurzel dann verteilt. Dann haben wir auch mit anderen lokalen Initiativen in Leipzig kooperiert, zum Beispiel Clean Up Leipzig. Das hat sogar ganz gut gepasst, weil wir haben tatsächlich in Leipzig so ein gewisses Müllproblem. Vielleicht kennt man das in Berlin ja auch. Und haben das dann quasi kombiniert, dass wir dann einmal aufgeräumt haben. Auch die Baumscheiben waren zum Teil verschmutzt gewesen, deswegen war es ja auch schon vorbedingt, dass wir überhaupt da gießen konnten, dass wir die erstmal sauber gemacht haben, und haben dadurch auch so eine gewisse Kooperation und Sichtbarkeit bekommen.
Und es gibt andere Initiativen, wie zum Beispiel das Baumscheibenkollektiv, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Baumscheiben systematisch zu bepflanzen, da Nutzpflanzen zu pflanzen und dann auch entsprechend solche Schilder mit hinzustellen, die auch über Bäume und generell richtiges Gießen informieren. Und es gibt noch die Initiative Leipzig Pflanz, auch mit denen haben wir letztendlich kooperiert. Die haben jetzt im April an der Antoniabrücke 300 Bäume gepflanzt, von denen leider inzwischen bloß ein Viertel noch übrig ist. Aber wir haben letztendlich diese Bäume auch bei uns in die App mit aufgenommen, um halt Leute zu motivieren, dass dort auch mit gegossen wird. Generell ist wichtig, halt wirklich Banden zu bilden, habe ich es ja immer so genannt, also Kooperationen. Und manche kamen so ganz zufällig zum Beispiel zustande. Fridays for Future hat irgendwie unsere App entdeckt und hat dann einfach für uns, ohne dass wir es wussten, eine Anleitung geschrieben, wie unsere App funktioniert. Und dann haben wir mit denen zusammen auch gegossen. Genau, tue Gutes, sprich drüber, das ist halt auch so Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit. Mit da wieder auf den etablierten Plattformen wie Instagram, Facebook, aber dort sind ja halt die meisten Nutzer, deswegen müssen wir sie ja auch dort leider abholen. Aber dadurch erreichen wir halt dann auch entsprechende Sichtbarkeit. Und wir durften uns auch sehr viel über Medienpräsenz freuen, in Radio und Funk und Fernsehen, in Zeitschriften, auch überregional. Zeit Online hatte schon im August irgendwie über uns berichtet, also das hat auch noch wirklich was gebracht, neben den Veranstaltungen. Das sehen wir dann auch in unserer Statistik, dass die Zahlen dann entsprechend auch divers hochgehen. Genau, aber nicht nur die Außenkommunikation ist wichtig, sondern auch die Innenkommunikation ist wichtig. Wie haben wir das Team so lange so gut zusammengehalten? Weil wir hatten eigentlich kaum Fluktuationen jetzt in den 2 Jahren gehabt. Immer mal ein paar Abgänge, aber letztendlich trotzdem so ein richtig festes Team. Und das haben wir wirklich durch Regelmäßigkeit geschafft zum Beispiel. Wir haben wirklich in der G-Saison alle 2 Wochen ein Meeting, entweder online oder in der Anfangszeit sowieso online, weil es dann noch Pandemie war. Aber wir machen das immer so abwechselnd, einmal Präsenz, einmal online. Wir führen systematisch Protokoll, sodass dann Leute, die vielleicht auch nicht da sind, dann trotzdem noch nachlesen können, was haben wir da besprochen. Die Sitzungen werden geplant hier mit dem Tool, was heute wahrscheinlich auch schon vorgestellt worden ist, wie Change, wo wir im CryptPad letztendlich dann unsere Sitzung planen und dann auf deren Basis dann auch das Protokoll dann schreiben und verschicken. Wir können da die Fotos machen, die wir letztendlich bei den Veranstaltungen gemacht haben und können auch Aufgaben verteilen. Das Ganze basiert ja auf WeChange und WeChange integriert wieder Nextcloud und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und entsprechend haben wir dann auch immer unsere Präsenz-Team-Events, die ja dann auch Spaß machen. Und generell haben wir auch gemerkt, wir müssen die Hürden senken, weil Menschen gießen nur, wenn sie halt wirklich dann auch an die Wasserquellen kommen, wenn sie halt dann Möglichkeiten haben, dann auch das Wasser dann zu transportieren. Weil dort, wo die Bäume sind, sind nicht unbedingt die Wasserquellen. Deswegen haben wir auch ganz prominent bei uns auf der Karte, im Gegensatz zu vielleicht Berlin, die Wasserquellen mit eingezeichnet. Wir haben nicht so viele, deswegen können wir das auch auf die Karte mit einzeichnen und haben dann entsprechend auch Leute die Möglichkeit gegeben, selber auch Wasserquellen anzubieten. Dafür gibt es eine E-Mail-Adresse, da können wir an uns schreiben und Leute können dann sagen, okay, ihr dürft mich eintragen, ich dann gebe dann an, zu welchen Zeiten und zu welchen Bedingungen dürfen Leute bei mir Wasser holen. Und wir haben auch die Handschwingenpumpen mit eingezeichnet, wo ich anfangs dachte, die gehen alle gar nicht, aber tatsächlich gehen 11 Handschwingenpumpen und die sind auch mit eingezeichnet. Auch eine ganz interessante Besonderheit ist, in Leipzig hat man alte Abfallcontainer oder Tonnen, die sollten ausrangiert werden und durch schwarze Tonnen ersetzt werden, die Transponder haben. Und diese ganzen alten Tonnen sollten eigentlich verschrottet werden. Und dann dachten, hey, hallo, Tonnen, das können wir doch auch als Regentonnen benutzen oder auch als Transporttonnen. Und haben dann den Kontakt zur Stadtreinigung gesucht und haben denen quasi dann diese Tonnen abgenommen. Die stehen jetzt bei einem Teammitglied alle im Keller, teilweise haben wir sie halt an Gießwillige vergeben, teilweise wollten wir sie auch im öffentlichen Raum hin platzieren als Werbeton, das hatte man uns dann aber verboten vom Verkehrs- und Tiefbauamt.
Und wir können sie halt entsprechend dann auch als Regentonnen benutzen. Das ist so eine Aktion, die heißt dann Tonnen an Fallrohre, mit dem man dann letztendlich das Regenwasser auffangen kann. Und dann mit den Tonnen kann man dann entsprechend zu den Bäumen gehen und dann dort gießen. Oder man kann sie halt auch die kleinen Tonnen, und wenn man sie nicht komplett voll macht, dann auch ans Fahrrad hängen. Und dieses Jahr noch als extra Aktion haben wir jetzt quasi Gießmobile definiert. Das ist letztendlich so Tonnen, die dann schon vorpräpariert sind. Da stehen die Gießtipps mit drin. Das ist dann so wie so ein Gießpaket, was dann bei einzelnen Leuten platziert ist. Und Leute können sich das dort ausleihen, wenn sie gießen wollen, und müssen das selber nicht irgendwie Vorräte bilden. Und auch zur Senken der Hürden gilt die mobile App. Weil Leute denken immer, App, okay, das muss doch irgendwie auf dem Telefon sein, das muss doch irgendwie im App Store sein, das muss doch, warum ist das bloß eine Web-App? Deswegen haben wir auch eine Android-App gebaut, die letztendlich nichts anderes macht auch als die Web-App, aber es ist halt so ein Rahmen drumherum, der letztendlich dann die App dann auch im App Store sichtbar macht. Und in den nächsten Tagen dann kommt dann hoffentlich auch die iOS-App, das war auch immer etwas, was sehr stark gewünscht wurde von den Gießenden. Wir haben weitere Aktionen, wie zum Beispiel die Kita-Aktion, weil wir halt auch merken, dass die Kinder sehr, sehr stark darauf ansprechen und dass wir quasi auch über die Kinder auch an die Erwachsenen kommen und die Erwachsenen dadurch erreichen. Deswegen haben wir dann auch spezielle Aktionen in der Kita gemacht, haben da auch extra solche Gießkannen gekauft, die halt für Kinder sind, halt entsprechend klein, und können darüber dann auch erklären, was macht Bäume besonders, warum sind sie schützenswert, warum müssen sie gegossen werden. Und so erreicht man dann vielleicht auch die Eltern, dass sie da sich auch mit aktivieren. Und wie vorhin schon angesprochen, Handschwingelpumpen, das ist dann so ein prominentes Thema geworden, dass wir daraus sogar ein eigenes Lösungsteam gegründet haben. Und das noch kombiniert mit einem anderen Team, die einen anderen Ansatz hatten. Die wollten die Handschwingelpumpen mehr aus historischer Sicht betrachten. Aber wir beide hatten das Ziel, quasi die bestehenden Handschwingelpumpen entweder zu reaktivieren oder halt vielleicht auch neue Handschwingelpumpen wiederzubauen. Und da ist dieses Jahr noch eine Ausstellung rausgekommen, und aktuell laufen die Planungen für 2024, dass dort so ein Wettbewerb ist, wo Handschwingelpumpen neu designt werden sollen, die dann entsprechend aufgebaut werden sollen. Und das Ganze trägt auch noch weitere Früchte. Diese ganze Baumthematik spielt auch so ein bisschen in die Verkehrswende rein. Es gibt jetzt gerade ein neues Lösungsteam bei mir im Quartier, die Wanderbaumallee. Das Team selber heißt Wababele. Das ist Wanderbaumallee Breitstellungsleistung. Irgendwie so. Irgendwie kommt das aus Stuttgart, deswegen heißt das so komisch. Und das war so eine Aktion gewesen, um zu zeigen, wie könnte eine Straße schön aussehen, wenn dort Bäume stehen. Und da werden halt die Bäume auf solchen Wegelchen letztendlich gepflanzt und die dann entsprechend an Parkplätze platziert. Einfach zu zeigen, so könnte es aussehen. Vielleicht irgendwann waren das dann wirklich auch feste Baumplätze. Genau. Auch zu einer Kenntnis letztendlich der letzten 2 Jahre. Wir müssen unseren Einfluss nutzen. Wir haben durch die Stiftung Eckenwicken halt auch die Kontakte zur Verwaltung. Das Amt für Stadtgrün hat selber einen Vertreter, der bei uns mit im Lösungsteam mit drin ist, und der hat dann auch sich aktiv mit beteiligt. Es gibt natürlich trotzdem immer mal ein bisschen Widerstände halt mit diesen Tonnen, zum Beispiel, dass dann irgendwie das dann nicht frei an Leute vergeben werden können, weil das ja angeblich irgendwie dann marktverzerrende Wirkung hätte. Wir würden da irgendwie in Konkurrenz mit Firmen treten, die Tonnen verkaufen würden, oder andere Sachen, die dann nicht so gut laufen. Und da können wir dann entsprechend halt weiter eskalieren und sagen, okay, wenn es mit der Behörde selber nicht läuft, dann können wir dann eine entsprechende Anfrage über den Stadtrat stellen. Und wir finden auch jeweils immer wieder neue Kontakte zu Initiativen, die dann vielleicht auch wieder eine Hebelwirkung entfalten können. Und nicht zuletzt, begeistere deine Nutzer. Wir haben da auch so ein bisschen Kunstaktionen oder Spielaktionen auf unseren Events oder generell. Zum Beispiel hatten wir letztes Jahr ein Tonnenwettrennen veranstaltet. Das ging dann so, die Leute mussten dann aus einem großen Bassin, was uns die Feuerwehr Leipzig dann bereitgestellt und befüllt hatte, Wasser rauspumpen in die Tonnen, und mit den Tonnen mussten sie dann zur anderen Straßenseite rennen, und der Schnellste wurden dann prämiert. Oder wir hatten dieses Jahr eine Aktion auf der Sachsenbrücke gehabt in Leipzig, wo letztendlich Magdalena die Gießkannen so präpariert hat, dass sie leuchten.
da hängt dann vorne irgendwas raus und dann waren das dann so Glitzer. Und das sieht richtig cool aus. Und vor ein paar Wochen gab es auch eine Aktion, das Tonnentrommeln. Auch nicht so innovativ, wie man das vielleicht denkt. Und quasi letztendlich auch für einen Aktionismus, was man irgendwie so eine Aktion machen soll, kann man dann irgendwie trommeln und dann rufen, gieß die Bäume nach los. Genau. Und das Ganze schlägt sich positiv auf die Statistik nieder. Natürlich auch mit Hinblick auf, dass das letzte Jahr noch relativ moderat war, aber dieses Jahr war wieder so ein trockenes Jahr wie 2019 und 2020. Und hier hatten wir jetzt noch 17.000 gegossene Liter und 357 Nutzer und dieses Jahr hatten wir tatsächlich schon 869 Nutzer und unsagbare 115.000 gegossene Liter. Genau, wie ist der Ausblick? Versuchen ein bisschen die App dann noch so die Gießkuppen zu integrieren, weil ich auch selber merke, irgendwie in der Gruppe kann ich viel besser irgendwie gießen, als wenn ich da irgendwie einzeln losziehe. Und auch das Thema Social Franchising wird wieder akuter, weil wir tatsächlich immer mehr von anderen Städten den Wunsch herangetragen bekommen, dass doch die App doch bitte auch für die Städte damit aufgesetzt werden könnte. Da ist auch die Frage, okay, gibt es vielleicht eine zentrale App und dann gibt es dann vielleicht einfach bloß Auswahlmöglichkeiten für die Städte oder muss dann wirklich jede Stadt selber das dann aufsetzen, hat dann auch vielleicht mehr Kontrolle. Und wir hatten jetzt auch schon Kontakt zu anderen Städten oder auch im Code for German Netzwerk gab es auch schon ein paar Leute, die jetzt endlich versucht hatten, dann die App aufzusetzen oder haben dann gemerkt, okay, das ist dann doch zu kompliziert, wir machen da ein bisschen anderen Weg. Zum Beispiel in Köln hat man es dann nochmal ein bisschen anders entwickelt. Und in Münster gibt es gerade auch so einen Aufruf, da Gieß den Kiez dann irgendwie mal zu entwickeln. Genau. Und kleiner Outtake, wenn die App dann live ist, beziehungsweise ist ja schon jetzt im Store, kann man auch von unserer mobilen App auch auf Berlin springen. Es gibt da so einen kleinen versteckten Baum, auf den man dann klicken kann und dann gibt es einen Link, dass man dann auf Gieß den Kiez wieder zurückspringen kann. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Jörg, für diesen aufschlussreichen Vortrag und die Inspiration, auch da mit tätig zu werden vielleicht. Gibt es Fragen? Okay, war so informativ, dass gar keine Fragen aufgekommen sind. Vielleicht. Oh, doch. Hallo, danke. Also ich hätte im Prinzip mehrere Fragen, aber nur kurz. Ein Punkt, dass die Daten der Stadt Leipzig da so veraltet waren und ihr dann quasi ja erst über irgendwelche Kontakte, über die Lekos an die Daten gekommen seid. Eigentlich ist es ja schon so gedacht, dass die direkt auf dem Open Data Portal liegen, oder? Also ist da was passiert dann? Da gibt es so einen ETL-Prozess, der ist irgendwie nicht etabliert und dadurch kann das halt nicht ins Open Data Portal aktuell eingespielt werden, automatisiert. Ich glaube nicht, also zumindest steht immer noch irgendwie März 2020 dran. Falls man jetzt noch nachträglich auf Fragen kommt, wie kann man dich erreichen? Oder euer Projekt? Ich bin auf Twitter mit unterstrich Han Wong und Mail steht, glaube ich, auch mit auf der Webseite drauf. Okay, super, Dankeschön. Dann nochmal vielen Dank für den Vortrag.